Jo, was geht? Hier sind wir beim 24-7-Vlog. Heute geht es auswärts nach Füssen. Wir sitzen hier im Auto. Mit Luca Eichstätt und Heidi. Ja, Mann. Ja. Sieht man dich da überhaupt drauf? Ja, Mann. Wir treffen dann in Füssen auf den Luis und den Johann. Die fahren nämlich im Auto mit. Und jetzt holen wir erstmal den Bullen Tining ab. Kommt alle mit, yeah! So, wir filmen jetzt hier durch den Schlabber von der Molly durch und sehen den wunderschönen Sonnenuntergang. Und nach vorne aus sehen wir das Auto, ja, perfekt. Und natürlich die Berge. Ist das schön. Oh, oh mein Gott. So, wir haben jetzt den Bulle abgeholt in Tining. Jetzt haben wir nur ein Problem, wir müssen jetzt eine Umgehung fahren. Auf der B17 wird kontrolliert, da wollen wir nicht lang. Wir dürfen beide auch nicht fahren. Also das Ding ist, weil wir keinen Führerschein haben. Wir sind jetzt hier und wir schaffen es schon. Wir kommen wahrscheinlich massig zu spät, aber es ist nicht so schlimm. Wir ja, weil Walker Summer ist legit und macht die erstmal 5 vor und dann. Eben. Na gut, also danke Willem. Wir melden uns demnächst wieder. Okay. 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 Oh, da kommen wir jetzt nicht durch, oder was? Okay, dann müssen wir da außen rumfahren, das kriegen wir schon irgendwie hin. Film, wo sind wir gerade lang gefahren? Alter, hier mal links. Wir sind in Irkland. Halt mal kurz hier an. Wir müssen jetzt mal kurz schauen. Also wir hätten jetzt eigentlich da unten links. Eiler, wohin fahren wir? Wir fahren jetzt alles gut fahren, das ist das Beste. Du fährst jetzt hier hoch. Ja, genau da lang. Ich bin das Namen. Wir sind in Birkland. Hast du schon mal was von. Ja, du kennst ich, Birkland. Ich kenn Birkland. Fußball, aber. Junge, Birkland, halt dein Maul, Alter. Ach, wir sind 30. Boah, sind wir. Hier. Das kannst du keinem erzählen, wo wir sind. Wenn wir da unten raus sind, dann müssen wir rechts. Wir fahren hier mitten durch die Pampe. Ja. Hof. Jetzt müssen wir rechts. Oh, wir haben sie umfahren. Wir haben die Baustelle umfahren. Da ist die Baustelle. Übrigens, in einer halben Stunde geht das Spiel los. Wir sind noch in Birkland. Wir sind noch in Birkland. Füssen ist wie weit noch weg? Dauert schon noch ein bisschen. Da müssen wir jetzt ja, einfach der Streckenführung folgen. Da rechts. Der Streckenführung folgen. Also, wir sind jetzt hier. Eiler, was sagst du zu viel seinen Navi-Künsten? So ist er gut. Ist gut, ja. Die Baustellenumfahrung war schon immer super. Ja, wo wir halt lang gefahren sind, ist halt nochmal das andere Ding. Ja. Aber. Ich hab die Wege hier im Kopf, Jungs. Ich kenn mich hier aus. Ja, wir fahren über auch schon, glaube ich. Ja, warte mal. Gefühl, bevor ich überhaupt gedrückt habe. Also, wir sind immer noch auf dem Weg. Wir haben uns jetzt ein paar Mal leicht verfahren. Vielleicht waren wir auf irgendeinem Feldweg. Vielleicht waren wir auf land- und forstwirtschaftlichen Wegen unterwegs. Vielleicht wollten wir gerade illegal irgendwo langfahren. Vielleicht wollten wir auch gerade ein Baustellending wegräumen, dass wir da durchfahren können. Aber wir haben es nicht gemacht. Das ist das, was zählt. Und jetzt haben wir es nicht mehr bei. Wir sind in Burgen. Wir sind zwar immer noch näher an Landsberg als an Füssen, aber es passt. Wir sind auf dem Weg. Weißt du was, bei Eiland kannst du doch mal zeigen, was machst du da? Ich weiß nicht wie, wo, ich kann nicht. Ich kann, du kannst nichts. Ja, also auf jeden Fall ist das hier ein ganz grober Roadtrip. Eiland, wie ist der Roadtrip? Super! Besser als nach Ahrensfelde. Ich bin zu Mägen. Ja, bald, Alter. Bald sind wir da. Die Eiland ist dieses Kind, so. Das ist immer so, wann sind wir da? Ich hab Hunger, wann sind wir da? Eiler, wir gehen nicht zu Maggis, wir haben noch Brot zu Hause. Mei, oh mei, also das wirklich. Melden wir uns nochmal. Wir hätten, also ja, wir melden uns natürlich nochmal, wenn wir da sind, zum zweiten Drittel. Meine letzte Mahlzeit war im Regen. Was hast du da gegessen? Brownie. Drogen. Nein, ohne Drogen. Achso. Eiler will keine Drogen, die Eiler muss ja auch fahren. Fahrrad. Wahrscheinlich, wenn wir zu Fuß gegangen wären, wären wir schneller da gewesen. Ja. Naja. Also wir melden uns in Füssen nochmal aus, es passiert nochmal was Verrücktes auf dem Weg. Weil falls wir wieder ein Fuchs, Nase oder keine Ahnung, oder Huhn begegnen. Es war kein Huhn, es war ein Fuchs, Alter. Es war ein Huhn. Also es geht ja darum, falls wir uns nochmal verfahren sollten, geben wir Bescheid. Könnte gut passieren, dass wir uns hier nochmal verfahren. Nein. Alles gut. Wolle, sind wir da? Wir sind endlich da. Was? Ich weiß nicht. Der Julisheim, der ist am Hof ausgestiegen. Luis,
Du bist anders hergekommen, so? Ja. War das eine gute Idee, anders herzukommen? Ich wollte eigentlich mit der Eiler fahren, aber ich wurde ja rausgeschmissen und dann letztendlich so hat es wäre sogar ein Platz frei gewesen. Ja, weil wir haben es mit der Eiler ausgemacht, also in der Phil wollten ja Eisig gefahren. Dann hat die Eiler gesagt, nee, also der Eichen, der Juli verletzt, der hat sich dazu. Also wir sind jetzt zufrieden, wir sind jetzt endlich da zum Glück. Aber ja, es steht schon 3-0 für uns, jetzt kannst du noch bergauf. Wir sind jetzt hier im Stadion, es steht nach dem zweiten Drittel 3-1 für uns. Die Schlagung ist eigentlich ganz lustig, nicht so groß wie bei uns, aber es macht schon Spaß. Die Sandsbeke dominieren auf jeden Fall das gesamte Stadion. Aber ja, es macht Spaß, ich zeige euch mal kurz die Runde. Ich wurde auch rausgeschmissen aus dem Auto. Servus. Und, wie haben wir gewonnen? Also, haben wir gewonnen überhaupt? Schön haben wir gewonnen. Wie viel? Das erste Drittel war wirklich Masterclass. Kanadische Line. Füßen waren genauso gut wie in den anderen Drittel. Das sind kanadische Line eigentlich, da sind zwei Amerikaner in der Line so. Hä? Da sind zwei Amerikaner in der Line. Warum denn? Also zwei Amerikaner sind. Ja, zwei Kanadier. Ich meine die Levely und die Walker Summer. Ach so. Genau, wo normalerweise noch das Stadium mit drin ist. Die haben aufgezockt, ja, mich im ersten Drittel. Und der Sommer ist aus Amerika. Sowas in Amerika? Ja. Doch. Egal. Fall, die Ausländer, die haben da abgeliefert im ersten Drittel. Das stimmt. Wir haben keins von den Toren gesehen. Keins von den Toren gesehen heute leider. Aber auch im zweiten und dritten Drittel die Amerikaner oder die Nordamerikaner stabil gemacht. So. Der Rest muss man sagen, verbesserungswürdig. Stauder, gutes Spiel gemacht zum Beispiel. Strodel, Comeback, Tor geschossen. Macht ihr einfach die Pressekonferenz mit Hansberg. Ja, das heißt, man muss ja jetzt nicht sagen, es ist ein Sieg für uns und die Punkte so. Aber im Spiel kann man noch viel verbessern. Ja, Junge, das ist gut. Wir sind auf dem Weg zurück. Wo sind wir? Wir sind schon fast in Landsberg. Ne? Wir waren jetzt gleich bei 3 CK-Boot vorbei. Ja, Schimmel, das kommt hier. So ist es. Ja, und es könnte nicht besser laufen. Gute Stimmung, 3 Punkte gesammelt, genauso musste es. Ey, und auch die Fahrer heute wirklich vom Allerfeinsten. Die Eile und der Eichel machen das wirklich super. Sehr schön. Top, ja. So, ich melde mich jetzt hier nochmal einmal zurück von daheim. Ich bin wieder da. Wir haben noch einen kleinen Abstecher gefahren gemacht zum Juli und Hof. Den kennt ihr ja. Ja, an sich wirklich ein sehr erfolgreicher Tag. Wir sind, glaube ich, länger insgesamt nach Füssen hin und zurück gefahren, als wir dann tatsächlich da waren. Aber hey, es hat sich gelohnt. Der Weg war geebnet von sehr vielen Steinen. Das hat schon angefangen beim Losfahren, beim Reifendruck. Messen ist uns, ist uns die Ventilkappe verloren gegangen. Naja, die haben wir wiedergefunden. Der Weg dahin war auch sehr schwierig. Aber wir haben die 3 Punkte geholt in Füssen und das ist alles, was zählt. Und der Roadtrip war geil. Und für den nächsten Roadtrip abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ist doch klar.